Damit herzlich willkommen, liebes Universal Let's Play Dark Sector mit dem bösen Chaos Joker. Ja, es ist eine Weile her, das letzte Mal aufgenommen habe. Es hat mich jetzt ewig in 3 Tage und einen Haufen Versuche gebraucht, um überhaupt das mit der CD zu fixen und alles. Aber es ist mir gelungen. Es ist mir gelungen. Und jetzt können wir endlich da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wie ihr schon wisst, bin ich wieder auf 15 Minuten begrenzt worden. What the fuck? Was war das? Okay, auf jeden Fall bin ich wieder auf 15 Minuten begrenzt worden. Was erstmal schlecht ist. Ich werde aber, denke ich, dennoch immer Kapitel pro Kapitel aufnehmen und dann werde ich das halt splitten müssen. Es bleibt mir anderes. Ich meine, hier war irgendwo noch was. Da hat was geblinkt irgendwo. Ah, da. Dann gucken wir mal, ist hier noch was? Nö, sieht nicht so aus. Gut. Wo war denn die blöde Sprint-Taste? Konnte der nicht sprinten? Ah, genau, STRG. Gut. Ich vergaß. Ja. Ich versuche mich jetzt gerade mit der Steuerung wieder leicht anzupassen. Ich meine, ist gut für euch, weil dann fehle ich wahrscheinlich mehr. Viel mehr als notwendig. Irgendwie. Irgendwas sagt mir, hier ist noch was. Was habe ich eigentlich für eine Zweitwaffe? Ich habe noch keine Zweitwaffe. Das könnte sich aber ändern, weil hier hinten ist der Waffenshop. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal in der? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist unser erster Waffenshop, in den wir kommen. Und reingehen. Ja. Was auch immer. So, dann gucken wir mal. Handfeuerwaffen. Also das wäre schon eine Investition, weil die hier, ich glaube, die habe ich sogar schon erweitern. Eben. Nee, eigentlich nicht. Erweitern. Ach stimmt, ich habe ja nur die. Dann gucken wir mal. So, ja. Ich habe irgendwie nicht genug Kohle gesammelt. Okay. AK, Striker. Die hier. Tinker Burst. Die macht natürlich mehr Damage. Die wäre schon nice. Du bist ein guter Geschäftsmann. Ja, schon, das weiß ich. Erweitern. Ja, wir können selbstverständlich auch Waffen ausrüsten oder hochrüsten. Schusskraft ist gering. Deswegen. Ja. Präzision. Was habe ich denn jetzt eigentlich in das Ding reingehauen? Nein, eigentlich wollte ich das nicht in die reinhauen. Was habe ich denn da jetzt? Hallo? Was habe ich da drin? Schussrate, Armgröße. Nee. Nein. Und hier habe ich die Präzision hoch. Hallo, wie kann ich das wieder entfernen? Kann ich das überhaupt wieder entfernen? Ach, fu. Eine größere Schussrate und so ist ja schon mal schön, aber die Kraft von diesem Ding ist zu wenig. Aha. Augenblick. Was habe ich jetzt für eine Knarre? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Diese Schwarzmarktsteuerung habe ich noch nie so ganz kapiert. Ja. Will ich die hier verkaufen? Naja. What the hell? Ich habe Splittergranaten. Seit wann habe ich denn die? Ja, schon. Die können vielleicht kann ich mir noch was kaufen. Kann ich?
Nein, natürlich nicht. Das wäre auch schön gewesen. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen was machen hier. Irgendwie schreitert hier alles nach. Oh, hier, das schreit nach Arena. Sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Na dann rein da. Boah, ich hab voll keinen Plan mehr von der Steuerung. Boah, ich bin eh gleich tot. Ist dem so richtig? Schon, ja. Ja, puh. Das war klar. Diese Handfeuerwaffe suckt irgendwie. Die ist mir gerade, ehrlich gesagt, extrem zu ungenau. Naja gut, jetzt habe ich sie verkauft. Das kann ich nicht mehr ändern. Ich würde sagen, gehen wir am besten gerade hier rüber. Tot. Damit. Oh. Deckungssystem FTW. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das Spiel hat nicht mal die Gnade, mir zu erklären, wie es nochmal funktioniert oder so. Bevor einer Maul das hat, in den ersten Parts hat es mir das Spiel auch noch nicht erklärt. Also das mit der Deckung habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ist schlecht. Die Reichweite vom Clive ist auch zu kurz. Und überhaupt. Jo. Nice. Nice, nice, nice. Da ist man geneigt, das Kapitel neu zu starten, aber. Allein schon wegen diesem Waffenfehlkauf. Na, wir werden schon damit klarkommen. Wäre natürlich cool, wenn ich hier hinten rum könnte. Kann ich nicht. Ja, gib mir doch einfach keine Deckung, Spiel. Ist doch auch am besten. Gott, nein, das geht mir auf den Keks. Und ja, ich nehme auf, Mausi. Ja, heute ist. Das ist mir egal, was deine Mutter gedacht hat. Ich führe keine Selbstgespräche. Ich bin schon zum vierten Mal gestorben an dieser behinderten Stelle. Wenn ihr mir keine Deckung geben wollt, ist es in Ordnung, aber dann hättest mir nicht so viele Gegner auf den Hals. Weil unfair. Ja, dann eben so. Stehen bleiben. Hör auf zu fluchen, hier wird nicht geflucht, nicht in meinen Let's Plays. Hahaha, was ein Witz. Powerbuff. Ich hab's sogar hingekriegt. Okay, gut. Ich glaube, mit der neuen Waffe war doch vielleicht doch nicht so verkehrt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, wie sagt. Leicht. Ist auf mittlerer Entfernung besser als die andere, aber ist nicht so genau. Und ich glaube, das könnte mein Tod sein, dass die nicht so genau ist. Wo ist er? Ja. Ja, schon. Vielleicht. Da oben ist noch einer. Oh, nerv. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, wie das mit der Bullet Time ging. Also. Guck mal, ob ich überhaupt an den rankomme. Komm ich? Puh. Ja, mach das. Er sagt, ich lade nach. Ja, jetzt ist er tot. Brauche ich nicht mehr nachladen. Wah, 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 nicht die schon wieder. Die Jungs mit den Schilden, ich mag sie nicht.
Hatte ich das schon mal erwähnt? Wo kommt der überhaupt her? Arschloch. Darf nicht wahr sein. Da hinten haben wir einen MG. Komme ich an die Vögel da dran? Ja, gut. Ist schon praktisch so eine Bullet Time. Wieso auch immer ich jetzt nicht getroffen habe. Scheiße, ich muss das echt üben. Freigeschaltet. Kunstgriff. 30 Feinde durch Kunstkorrektur getötet. Aha. Nice. Spiel interessiert mich. Null. Krieg ich wenigstens was dafür? Kohle zum Beispiel? Wenn ich mir neue Waffen kaufen kann? Oder so? Nö. Okay, das war stylisch. Ich will mal was anderes. Eigentlich müsste ich mal versuchen, ob ich den nicht so von vorne nehme, aber irgendwie... So ist besser. Zack. Kannst du bitte deine schweinischen Kommentare lassen, hallo? Dass deine Mama hört. Ja, wie ihr euch vielleicht schon unschwer denken könnt, ich bin ausnahmsweise heute bei Mausi. Nicht Mausi bei mir, wie sonst, sondern ich bei Mausi halt. So, daheim und so, ne? Ich bezweifle, dass man Mausi in der Aufnahme hört, aber... Schon, ja. Au. Schmerzen. Deswegen hasse ich diese Typen mit den Schilden, die machen gut Aua. So, jetzt muss ich wieder so ein, in Anführungszeichen, Kunstgriff machen. Den Spassiger da am MG zu erwischen. Ja, das war schon mal ganz gut. Wenn hier einer erlebt, dann... Wenn hier einer erlebt, dann ich. So. Nein, ich wollte... ich wollte eigentlich nicht die... Obwohl... Ich hab's mal gerade überlegt, ich nehme doch die Stellung. Hallo, kommt runter? Na. Geht auch so. Da war doch noch einer. Los, komm raus. Natürlich kommt er nicht, solange ich hinter dem... Balls to the walls. Achso, die Games kommen, ja. Ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, ich komme vielleicht eventuell auch mal dahin. Zusammen mit Mausi und Luxi und so. Warum zum Henker kann ich das nicht aufnehmen? Weiß nicht, wer von euch kommt noch mit? Also, wenn welche kommen. Ja, Edge, ja doch, Edge, stimmt, ja. Doch Florian, der kommt mit. Der kommt wahrscheinlich auch dahin. Macht er eh nicht so. Nico Jeep. Ich weiß gar nicht, wie er auf YouTube heißt. Auf YouTube hat er einen anderen Namen. Aber by the way, mal Grüße an ihn. Der freut sich ja auch abends immer seines Lebens.